Heute fand der Rauchtag mit Shiny Castadur statt und da gibt es natürlich frisches Gameplay. Ich habe einen, glaube ich, genialen Trick herausgefunden, nämlich über Partyplay. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, eventuell behebt das Niantic auch. Also, der Rauchtag, eine unangekündigte Sache, ein unangekündigter Bonus. Rauch hat mehr Pokémon angelockt, wenn man sich nicht bewegt hat. Zwar nicht so ultra viele wie vor der Abschwächung von vor einigen Monaten, der Pandemie-Bonus, sondern in etwa gefühlt alle 2 Minuten ohne Bewegung. Wenn man rumläuft, dann schon pro Minute mindestens ein Pokémon. Apropos, ich bin hier nebenbei natürlich auch empfangen und habe Rauch an. Hallöchen, Castadur gerade am Start. Das war meiner Ansicht nach einer der besten Boni für dieses Event. Keine Ahnung, wieso man diesen Bonus nicht angekündigt hat. Vielleicht hätten da mehr Leute gespielt, auch gemütlich von der Couch aus. Auf jeden Fall der Trick. Ich hatte einen Muramura-Raid, habe meine Freundin gefragt, ob sie mir helfen kann. Erstmal wieder 5 Updates runterladen, weil sie schon relativ lange nicht mehr gespielt hat. Hat nicht die heftigsten Pokémon, aber so ein paar. Und mit Protogroudon oder einer Mega-Entwicklung, wie schon gesagt, schaffe ich das persönlich mit so gut wie jeder Person. Und ich dachte mir, hey, dass es noch schneller und einfacher geht, bilden wir eine Party, ein Team. Ich weiß nie, wie heißt es auf Deutsch? Partyplay auf Englisch, oder? Und Teamplay auf Deutsch. Auf jeden Fall, sowas haben wir gebildet. Nach dem Raid gehe ich alleine los, Rauchtag, und bemerke, okay, Moment, ich bin noch in der Party. Na, mal schauen, wie lange ich noch diese Aufgaben erledigen kann, obwohl ich eigentlich alleine bin. Und naja, was soll ich sagen? Ich bin noch immer in der Party und ich habe eine Aufgabe nach der anderen gemacht. Immer für Sternenstaub oder manchmal sogar relativ wenige Würfe für eine Pokémon-Belohnung. Smogon, Magnetilo und keine Ahnung. Ich weiß und bin mir relativ sicher, dass einige Leute bei der Partyplay-Spezialforschung noch gar nicht weit vorangeschritten sind, weil man da Teamplay-Aufgaben erledigen muss. Und naja, viele spielen eben einfach nur alleine. Ich auch hauptsächlich. Und selbst wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, eigentlich frage ich sie nicht so, hey, können wir Team oder können wir Party, weil sie spielt in Wahrheit nicht mehr wirklich. Aber, dass man da einfach passiv so ein Team bilden kann, ohne dass dann wirklich die andere Person aktiv spielt oder die App geöffnet hat, finde ich wild. Moment, noch ein Rauch-Pokémon direkt wieder da bei mir. Die Belohnungen sind auf keinen Fall überwältigend oder weltbewegend. Bisschen Sternenstaub ab und an, ein paar Bälle, Bären oder wie gesagt Pokémon-Begegnungen. Doch relativ einfache Aufgaben. Würfe landen oder Pokémon fangen, kann man immer auswählen. Eigentlich, ja, es verdeckt schon ein bisschen vom Bildschirm einen riesigen Teil oben, wo man dann keine Pokémon antippen kann oder was auch immer. Aber hey, nem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr wisst, okay, der oder die hat eventuell Pokémon Go am Handy, einfach mal ein Team gründen und dann, das sollte mittlerweile 3 Stunden lang halten, kann man 3 Stunden lang alleine Aufgaben erledigen. Im Code wurden ja wieder Dinge gefunden. Video dazu habe ich gemacht. Gegenstände teilen und Aufgaben für Partyplay. Niantic will Routen und dieses Feature noch mehr pushen. Also wird man bestimmt durch irgendeine Forschung wieder gezwungen, dass man da ein bisschen spielt. Und das wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Hier bekommt man nebenbei Belohnungen. Dann, wenn man ein paar Routen findet, da muss ich aber auch meckern. Heute hatte ich meinen Glückspin definitiv nicht aktiv. Sage und schreibe, kein Spaß, 7 Routen ohne Zygarde-Zelle. Hallo? Oder sieht man die beim neuen Update irgendwie nicht? Ich habe sogar manchmal die App neu gestartet. Das fand ich wirklich wild. Das dürfte neuer Negativrekord sein für mich. Und ich glaube, im Video von gestern habe ich das wieder eingeblendet. Ein XL-Sonderbonbon bei einer Route erhalten. Also ja, ich
wenn sie nicht fehlerhaft sind, finde ich Routen mittlerweile gar nicht so schlecht. Nur die Art und Weise, wie man Routen findet, startet und so, das ist eher suboptimal. Wenn man sich allerdings ein paar Mal rausgesucht hat, wo man weiß, okay, hier laufe ich immer lang und danach kann ich gleich die starten und die, dann hat man 3, 4 hintereinander und für den Tag läuft das dann. Nicht vergessen, mittlerweile gibt es ja auch eine Routenmedaille. Im Code wurde noch eine weitere gefunden und wer noch Platinmedaillen für das Go Beyond Update benötigt, je mehr Medaillen Niantic hinzufügt, desto einfacher wird das dementsprechend. Der Schilling, Alter. Oh, und wartet mal, ich habe gerade was herausgefunden. Hier klickt man drauf. So, und dann haben wir alle Aktivitäten. Da kann ich mir von einer Session, etwa für den Community Day, echt eine schöne Statistik so rausholen. Wie viele Pokémon habe ich gefangen? Dann Feldforschungen. Das finde ich wirklich wenig. Normalerweise in 3 Stunden oder so habe ich 300 Feldforschungen. Entweder bei einem Community Day oder bei einem Quest a Day. Aber das heute mit dem Abenteuerrauch war nicht so toll. 4 Eier gebrütet. Die Kilometer sieht man hier. Ohne müssen wir wirklich glauben. Ich meine, im Grunde ist es mir egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Aber das ist kein Multi-Account von mir. Ich habe nur einen. Das ist wirklich meine Freundin. Die Würfe sieht man. Oh, fabelhafte auch so aufgeschlüsselt. Da kann ich ja echt mal eine coole Challenge machen. Okay, also, Leute, wenn es nicht mehr fehlerhaft ist und so weiter und ihr jemanden habt, eigentlich Teamplay. Nein, gar nicht so verkehrt. Im Raid auch einfacher. Genau, das war eben für den einen Raid. Team Go Rocket habe ich gar nicht gemacht. Trainerkämpfe, Arenakämpfe. Hey, das finde ich wirklich. Na, wirklich cool. So eine Statistik hätte ich gerne einfach für mich alleine so. Solo-Statistik des jeweiligen Tages. Was hat man gemacht? Wie viele Pokémon gefangen? Fabelhafte Würfe, EP verdient, Sternenstaub ausgegeben. Wie genial wäre das denn? Na gut, na gut, na gut. Und nun noch meine Abenteuerrauch-Ausbeute. Oh, Spielezwein. Oh. So, hier noch meine Abenteuerrauch-Ausbeute. Man merkt eigentlich schon relativ viele Castadur auf dieser Seite. Doch unterm Strich leider sehr wenige von den anderen Event-Pokémon, sodass die Feldforschungen schon immer ein kleines bisschen gedauert haben mit Abenteuerrauch. Das war ja nicht so angenehm, aber Gyarados und relativ irgendwann am Anfang auch einen Galarvogel, keine Ahnung, ob ich den schon eingeblendet habe. Werden wir schauen, ob der drin geblieben ist. Und hier, boah, hier echt wenige. Also ihr seht, kaum Stahl, kaum Pflanzen-Pokémon. Die Feldforschungen waren unangenehm. Doppelte Dauer von Abenteuerrauch, aber dann tauchen da nicht so wirklich irgendwelche Pokémon auf für dieses Event. Hat man eventuell nicht so mitgedacht. Aber Capuno! Ich habe sowieso noch keinen Raid gefunden, wirklich, der bei mir am Weg war, außer dass ich hätte riesige Umwege gehen müssen, wo ich normalerweise nicht hingegangen wäre. Ja, Capuno benötigt man für die Sammlerherausforderung und taucht eigentlich nicht in der Wildnis auf. Müsste man also raiden für den Gratispass. Ja, wäre nicht schlimm gewesen, aber so hätten wir das auch erledigt. Und hat schon jemand das Shiny gefunden? Nein, leider kein Castadur, sondern ein Community Day, ihr wisst schon, dieses Pokémon, welches ich nicht ausspreche, sondern die KI-Stimme, nein, eigentlich die Google-Übersetzer-Stimme einfach nur, genau, das waren alle Pokémon, in etwa, in Summe 2 Stunden, na, glaube ich auch noch mit den 30 Minuten, grob, ja, war im Abenteuer auch ein Galarvogel dabei, geht klar.